Herzlich willkommen hier im Heiligen Land. Wir stehen vor dem Jaffa-Tor in Jerusalem und wir sind unterwegs auf den Spuren von Jesus. Ich lade Sie ein, mit mir viele spannende und faszinierende Entdeckungen zu machen. Heute wollen wir einen ganz besonderen Weg gehen, hier in Jerusalem, mitten in der Altstadt. Das ist die Via Dolorosa, lateinisch für Leidensweg. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist, als er das Kreuz auf seine Schulter nahm und dann bis nach Golgatha ging, dem Ort, wo er gekreuzigt wurde. In der Bibel wird uns nur ganz kurz, ganz zusammenfassend davon berichtet. Johannes 19 zum Beispiel heißt es, da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Diesen Weg wollen wir jetzt mit den ganzen Pilgern gehen. Es gibt 14 Stationen, wir werden nicht alle anschauen, aber wir wollen einfach etwas nachgehen und nacherleben von dem, was damals Jesus empfunden haben muss, als er dieses Kreuz auf sich nahm und schließlich auch starb für die Schuld der Welt. Wir sind hier an der dritten Station der Via Dolorosa in einer der vielen kleinen Kapellen der kleinen Kirchen, wo Pilger anhalten können, wo sie beten können. Hier denkt man daran, dass Jesus nicht in der Lage war, sein eigenes Kreuz zu tragen. Er ist zusammengebrochen und schließlich haben die römischen Soldaten einfach jemanden, den sie auf der Straße trafen, der vorbeikam, genommen, ihn gezwungen, dieses Kreuz für Jesus zu tragen. Sein Name war Simon von Cyrene und wir wissen, dass hinterher er und seine Söhne Alexander und Rufus zum Glauben an Jesus kamen. Sie werden auch erwähnt in den Briefen des Paulus. Hier an der dritten Station der Via Dolorosa sehen wir Steine, Straßenplatten aus der Zeit der Römer. Vielleicht ist Jesus selbst auch über diese Steine damals gegangen. Wir laufen hier die Via Dolorosa hoch. Jerusalem ist ja sehr hügelig, auf Hügeln gebaut. Wir kommen jetzt ganz langsam an die Stelle, wo Jesus damals durch das Stadttor musste, um auf den Hügel Golgatha zu kommen, hier an der siebten Station. Hier sind wir an der achten Station der Via Dolorosa, meine Lieblingsstation, weil hier mitten im Leiden auf einmal der Sieg aufleuchtet. Diese Inschrift, es gibt hier keine Kirche, es gibt nur diese Inschrift, die sagt, Jesus Christus Nika, Jesus Christus hat den Sieg. Und so wissen wir, dass das Kreuz nicht das Letzte war, das Leiden war nicht das Letzte. Jesus ist auferstanden, er hat den Sieg, er hat den Weg zu Gott freigemacht. Und das feiern wir auch hier auf der Via Dolorosa, das, was Jesus für uns getan hat. Die neunte Station der Via Dolorosa, die letzte, die außerhalb der Grabeskirche ist. Hier haben wir die Kuppel von dieser großen Kirche. Wir sind schon in dem ganzen Bereich. Es stehen hier einige Kreuze und diese Kreuze nehmen Pilgergruppen und gehen dann mit ihnen diesen Leidensweg dran. Für Jesus war der Leidensweg natürlich nicht nur diese letzten Stunden, sondern sein ganzes Leben. Hier bei uns in Matthäus 16, da wird das so beschrieben. Da heißt es, Jesus fing an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, vor den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Also Leiden war für Jesus das ganz Zentrale. Sein Freund Petrus kann das nicht verstehen und so lesen wir, Petrus nahm ihn beiseite, fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Jesus musste leiden am Kreuz, aber dieses Leiden war nicht das Letzte, sondern seine Auferstehung. Das feiern wir und das ist auch für uns eine Hoffnung, dass auch in unserem Leben Leiden nicht das letzte Wort haben muss.